Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf den Marsch. Wir fahren jetzt unsere nächsten Schwung Schweine Richtung neuen Stall. Damit wir den Überblick behalten, nachher zum Schlachten. Weil ich möchte meine älteren Tiere, die mit rund 200 Kilogramm da jetzt da sind, nicht verkaufen. Erstmal. Und hier werden wir jetzt erstmal die Pumpe aufstellen für Wasser. Erstmal fahren wir bis zur Tür zu. Wollen wir die Tür auch machen, ne? Ups. Ganz leer, ganz sauber. Rest Stroh, ja, okay. Aber es gibt schon was hier. Muss nebenan sein. Na, wie geht's euch? Was, eine? Eine? Ey. Kann das sein, dass die Tiere die Buchten. Achso, da ist nur. Da kann man durchgehen. Ach, okay. Ich dachte, das wäre so schön separat. Es gibt nämlich eine Grenze für die Buchten, also wie viele Tiere da reinpassen. Beziehungsweise rein dürfen. Wir haben gleich Pumpe bauen. Die Pumpe ist links genau zwischen den beiden Silos. Das klappt eigentlich. Und die werden wir gleich hinstellen, damit die gleich Wasser bekommen. Ja, genau. Wir drehen unsere ganze Geschichte. Besser sehen können. So. In dem Bereich hin. So. Baukosten. Das kurz gucken, ob das auch klappt. Schweinestall 0. Sauberkeit, Nahrung 00. Keine Tiere. Ist mir schon klar. Aber gleich. Ich habe nicht bestätigt. Der Stall ist hängt leer. Ja, das war mal eine Leerfahrt, ne? Wir fahren hier normal, ne? Ja. Das ist schon öfter passiert. Zum Glück haben wir keine weiten Wege. Aber die Nachbarn werden sich freuen, so viele Schweine auf einen Haufen. Schweine sind relativ laut, wenn sie Hunger haben. Die geben schon Bescheid, dass sie was zu fressen haben wollen. Haben wir unsere Rüben kaputt hier, die alten. Die gehen nicht weg von witterungsmäßig. Leistung, Grafikkarte 50%. So, haben wir schönes. Bedecken wollen wir nicht. Hier 0,1 Jahr, 12 Kilogramm. Das werden wir jetzt verschieben. Wir dürfen nur aufpassen, dass die anderen nicht dazwischen kommen, ne? Die Sorte ist mal egal. Obwohl das eigentlich auch machen könnte, weil die Tiere haben ja verschiedene Gewichte eigentlich, also anders verschieden schwer. Müsste man in Zukunft mal sortieren, und zwar spätestens dann, wenn wir in 6 Jahren neue Zuchtschweine bekommen, die irgendwo hinten natürlich, ne? Und dann sortieren wir das extra. Aber 6 Jahre, wie gesagt,
Jahreszeit. 2 Tage oder so hier. Pro Folgen, pro Aufnahme oder so. Mehr ist eigentlich nicht möglich. Und mehr Aufnahmen machen geht zeitlich eigentlich einfach gar nicht. Und soll auch geschaut werden, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Das möchte man ja jeden Prinzip. Dass man das die Zeit hat auch zum Schauen. So, schauen wir rein gleich bei Season, ob das hier auch mit der Pumpe klappt. Wasserpumpe ist da, müsste eigentlich gleich auffüllen. Jupp, hat er. Was noch nicht ist, mal dazu sagen, noch nicht ist, im Prinzip Anna 208. Ich hatte, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe früher vergessen, wie ich hier mal gekauft hatte. Mal die restlichen Ferkel holen, ne? Muss ja sein. Und dann werden wir nochmal Futter geben und entsprechend versuchen mal gucken, wo wir Wasser abgeben können. Ein Wasser haben sie jetzt so oder so schon, ne? Ein paar Stunden kommt es auch ohne Futter aus. Aber Wasser sollen Tiere nämlich gleich haben. Aber das Gute ist bei Season, dass da so eine Pumpe ist, die da gleich Versorgung herrichtet. Haben wir gesehen, kurz darauf war Wasser da. Das sollen 15% glaube ich ausmachen. Im Grunde ist richtig, weil man Wasser frisch ist. Ne? Wasser sie 7-8 Tage steht, ne, sind auch nicht gerade gut. Ne? Im Original hält es ja, glaube ich, für 3 oder 6 Tage oder so. Keine Ahnung jetzt mehr. Ich glaube 3 Tage oder so. Wie gesagt, die Tiere in den heutigen Stellen ist es alles so, dass die Tiere ihr Wasser alleine nehmen. Würden die gar nicht mehr machen wollen. So. Kriegen wir noch voll. Jo, Schweine dran, ja gut. Nicht, dass wir leer fahren, ne? Ist schon Wahnsinn. Also wir an Schweine haben hier. Dann können wir aber richtig Geld verdienen, du. Oh. Naja, gut, das dauert noch ein Dreivierteljahr. Und wir müssen das Geld haben für. Na. Ja, Brauerei wollte ich noch machen. Können wir eigentlich mehr oder weniger bald errichten. Aber wie gesagt, im Winter werden wir schön Pellets verkaufen. Das bringt, denke ich mal, gutes Geld. Und dann werden wir auch einsteigen in die Bierproduktion. Und wenn die Bierproduktion an der läuft, dann haben wir noch Geld für die Schlachterei. Und wir müssen ja noch Kartons herstellen. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Also, das ist der verkehrte Start. Wir müssen in die andere Richtung fahren. Und wir müssen ein bisschen hier malen, heißt es hier, die Bodenstruktur ändern, dass wir hier praktisch kein Gras haben, ne? Gibt bald Futter, Junge, Junge, und Stroh. Ja, Stroh werden die auch kriegen. Weil ich brauche nämlich viel Mist. Oder ich mache die nur mit Gülle und lasse die anderen mit Mist. Ja, mal sehen. Was wir jetzt halt schaffen, ne? Die müssen ein bisschen schauen, dass wir das zeitlich auch in eine Reihe kriegen. Das heißt, die Kühe und die Schweine hier am Hof kriegen Mist. Erstmal. Obwohl wir auch genug Gärreste hätten für unsere Düngefabrik, kann man so, ne? Nur Geld ist halt ein Problem, weil wir nicht genug haben. Aber irgendwann kommt auch Geld.
Wollen wir noch einen Stall kaufen? Das heißt ja schon, so schöner Spruch, die vermehren sich wie die Karnickel. Naja, gut, das kann auch nur gut sein, ne? Haben wir jetzt, das ist die dritte Fuhre jetzt. Puh. Wahnsinn. Wie gesagt, ich mache mir jetzt keinen Kopf wegen 0,0 Jahre alt, oder ist eigentlich jetzt nebensächlich. Weil wir ja nicht in Tagen rechnen, sondern in Jahreszeiten, mehr oder weniger. Und für ein Vierteljahr Schwein ist schon, wenn hier ein Tag vergeht, dann gehen mehrere Wochen schon im reellen Leben, ne? Also. Von daher. Wird schon passen. Puh. Schauen wir noch einen kriegen, ne? Ups. Jo. Futter gibt bald. Gib mal Futter. Schon alles parat hier. Steht schon bereit hier. Wir müssen aufpassen, nicht dass hier irgendwann her die Schweine schon so gut drauf sind, dass die dann plötzlich hier auch noch Jungtiere kriegen, ne? Das kann passieren, also wenn du zu spät verkaufst. Immerhin normalerweise, wenn du weibliche Tiere hast, das ist nicht. Aber hier ist ja auch keine männlichen Tiere dabei. Und hier kommt automatisch ein Besamer, der sich darum kümmert. Und dann hast du hier im Allerstall das gleiche. Da hast du auch ruckzuck junge Tiere. Und das ist dann so nicht vorgesehen, von mir auch nicht. Oh. Junge, da wird dann noch 6 Tiere noch und dann ist sie wieder. Oh. Da müssen wir einen größeren Stall, da müssen wir in Zukunft die größeren Stall nehmen. Also manche Tiere haben da nicht aus. Das ist ja jetzt schon extrem. Also 180 Tiere, die dann nächstes Jahr im Frühjahr verkauft werden dürfen. Ne? Also bei 200 Kilogramm gehen die weg. Die großen haben wir jetzt hier 200 Kilogramm und die kleinen also ein bisschen leichter. Eine andere Rasse. Muss ich mal irgendwie sortieren. Um da nicht durcheinander zu kommen. Ich glaube, so ein Schlachthof wäre egal. Muss ich mal schauen. 90, 84, 145. Aber ich denke mal ganz stark, dass die. Da ist noch mehr da. Ich kann noch einen Stall bauen. Dann werde ich den nächsten Stall, den ich brauche, ein größerer werden. Und wenn die Tiere dann weg sind zum Schlachthof, dann wird dann die Beinstelle wieder weggerissen und neu gesetzt. Anders geht es ja jetzt nicht. Beziehungsweise müssen wir wieder umstallen. Würde ich so nicht machen. Also ich dachte, hier kommen 90 Tiere aus. Dass ich ungefähr weiß, wann ich ungefähr die nächsten verkaufen kann. Aus welchem Stall, ne? Darum geht's ja. So. Dunkel draußen? Oh, 5:45. So, schau mal hin. Das dürfte in den nächsten Tiere noch sein. Das sind mehr wie 6. Das sind mehr wie 6.
unteren sind die ganz jung. 0,0. Und ganz unten sind die ganz kleinen. Okay, dann werden wir erstmal sehen, dass wir das nächste hier rausnehmen. Mit 1,6 Kilogramm oder so. Das sind die Tiere, die ganz oben sind die schweren Bruder, das sind die alten Tiere und dann kommen die jüngeren. Ist auch nicht schlecht, da kann man auch unterscheiden, ne? Also wird locker noch ein Stall voll. Muss also sind 1,4, das ist ja Quatsch. Da ist 0,0. Also 6 Stück brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt haben wir noch übrig. 39. Ja, da warten wir ab, bis wir 90 kriegen. Das dürfte jetzt keine 90 werden, normalerweise, oder? Na, nee, sind immer, wir werden erstmal die Tiere immer versorgen im anderen Stall. Also Wasser geben haben sie schon und Futter geben wir gleich mal. Und dann schauen wir mal mit dem Wasserwagen, ob wir da Wasser hinfahren können. Und vielleicht die Pumpe mal probieren, wo wir die hinstellen können. Dann haben wir jetzt 180 Tiere, die wir dann im nächsten Jahr im Sommer verkaufen werden. Späten Frühling. Schon nicht schlecht. Süße. 90. Jetzt geht gleich hin zum erstmal zum Stall zurück. Dann nehmen wir uns den Traktor für Futter, versorgen die Tiere und dann nehmen wir uns diesen LKW und holen uns den Wasseranhänger, den weißen, und werden den entsprechend fahren lassen. Stellen wir hier mal so ab, bereit für den nächsten Schwung, und dann können wir demnächst noch einen Stall kaufen. Dann müssen wir nächstes Mal ein Schwung Silage in den Futtermischanlage kippen. Dann können wir nicht locker nämlich noch Wasser kaufen davon. Lassen wir stehen. Und gehen wir hier zum Traktor rüber und den fahren wir gleich rüberfahren. Und unsere Ferkel, was zu futtern haben, ne, das wachsen, umso früher können wir die abgeben. An den Schlachthof, den wir noch nicht haben. Straßen hier noch ein bisschen bauen, ein bisschen Plattenweg und so. Hier könnte man auch sicherlich den kleinen Düngerfabrik bauen hinstellen. Dünger und Saatgut zum Beispiel. Pflanzenschutz wäre eine Option, aber ich habe noch keinen Tabak angebaut. Von daher ist erstmal nicht vorgesehen. Und Pflanzenschutz, so viel brauchen wir ja nicht. Da genügt vollkommen aus, wenn wir da was kaufen. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr sowieso mal prophylaktisch einige Felder mal spritzen. Aggressiv Unkraut haben, ne? Dann werden wir mal spritzen. Also wir werden jetzt hier nicht jeden Tag mal striegeln, weil ich weiß, bei Rüben haben sie früher in den Reihen gehackt. Das heißt maschinell, weil genau die Rüben waren ja eine gewisse Breite. Und traktormäßig war ja auch die Spur so, dass die da durchfahren konnten, ohne dass sie die Rüben kaputt gemacht haben. So, und das ist, aber Getreide kannst du nicht striegeln, ne? Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, ob das
ob das funktioniert, ob man nicht die Pflanzen rausreißt. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich kenne das so nicht. Sicherlich könnte man Kartoffeln oder so, wenn die noch nicht gewachsen sind, so leicht behandeln, aber glaube eher nicht. Also so, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Wasser holen. Wasser. So. Der ist quasi bei. Da wollte ich mal gucken, wieso fährt der jetzt so komisch? Das ist der andere Kurs, nicht? Gut, wenn der auch funktioniert, ne, das ist ja gut, ne? Boah, das passt schon. Dann wissen wir Bescheid, dann ist also, können wir den Kurs so lassen. Oh, LKW. Mit diese hohle Gasse musst du kommen. Juhu. Von LKW. Notwagenfahrt. Das tat weh. Oh, Überlänge. So, die Schuhe, das soll es falsch gewesen sein. Wasser machen wir in der nächsten Folge. Dann sage ich hier mal Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Hoffe, es hat euch Freude bereitet. Ihr dürft gerne was dazu schreiben. Liken ist auch nicht von Schaden. Einer oder andere macht es ja. Ich danke mal für. Ne? Dann sage ich nochmal Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.